Sonnicksen, Politikwissenschaftler von der TU in Darmstadt. Herr Sonnicksen, Sie sind ja schon die ganze Zeit hier bei Phoenix, den ganzen Nachmittag dabei. Diesen Auftritt, den wir jetzt hier beide mitbekommen haben, Sie haben ein paar Mal den Kopf geschüttelt. Das war das in Ordnung in Ihrer Wahrnehmung? Oder war das, ich meine, das sind ja massive Klagen, die vorgelegen wurden. Da sind Stimmen, eine Frau konnte nicht wählen, ein anderer Mann konnte nicht zuschauen. Also es ist bedenklich. Es ist bedenklich. Ich meine, die eine Wählerin, die zu Wort kam, sollte es ein Problem mit der Zustellung ihres Stimmzettels gegeben haben. Das ist natürlich ein also das kann man als Problem bezeichnen, ja, auch legitimerweise. Aber die anderen Klagen, das verunsichert sehr stark. Also es werden Kritikpunkte hervorgebracht, die eigentlich nicht zutreffen. Also es ist nicht so, dass jeder Hund und Kunst Zugang zu der Auszählung der Wahlstimmen. Auch Journalisten nicht prinzipiell. Auch Journalisten nicht. Und auch der eine, der gesagt hat, das gilt auch für Journalisten, dass wir darauf schauen können. Da ist er durcheinander gekommen. Erstmal hat er gesagt, ich gehöre dem Team Trump an. Und dann sagt er irgendwas, ja, ich bin aber auch Journalist. Also jetzt fängt das langsam an. Also bisher waren diese Auszählungsprozesse, abgesehen von ein paar friedlichen Demonstrationen, sehr, die auch ruhig waren, insgesamt eben ruhig. Jetzt fängt so langsam zusätzliche Spannungen an. Also der Auftritt, den fand ich schon durchaus skurril. Ja, also vielleicht dockt das ja auch an die Vorwürfe heran, dass es immer hieß, ja, es gab bisher keine Belege dafür, dass die Wahlen behindert wurden oder dass die Auszählungen manipuliert wurden. Mhm. Und jetzt kommen einige, sagen wir mal, handfeste Beweise, die dort präsentiert werden. Aber wir haben von einer Wählerin gehört, ja, wo sie ihr Stimmzettel nicht bekommen hat, anscheinend. Mhm. Aber ansonsten, die sagen immer weiter, es werden illegitime Stimmzettel ausgewertet. Das wird aber nur jetzt behauptet. Es gibt überhaupt keine Beweise. Also im Grunde genommen, das ist das Problem bei einer Verschwörungstheorie. Wie will man das jetzt widerlegen? Und der Auszählungsprozess ist noch nicht abgeschlossen, aber die sagen jetzt handfest, also oder felsenfest, ist es so, dass illegitime Stimmen ausgewertet werden. Das wissen wir aber gar nicht. Einer, der vor die Kameras getreten ist, ist der ehemalige Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, und der sagte sowas wie, das ganze System ist korrupt, es sollten nur legale Stimmen gezählt werden, und das sagte dann ein anderer, dass von dieser Entscheidung oder den Antworten aus Las Vegas, aus dem Clark County, hängt die Präsidentschaft letztendlich an. Ist ein bisschen hochgegriffen oder ist auch Kernwahrheit da drin? Auf jeden Fall. Also beides ist es schon sehr dramatisiert worden, aber so eng wie dieses Rennen jetzt ist, wird natürlich der Ausgang in jedem Kreis zählen jetzt. Also es ist auch ein dramatischer Fall. Aber diesem Tag, diesem Ereignis, den wir gerade gesehen haben, dem geht ein Konflikt voraus. Im Wahlkampf wurde schon angekündigt, dass Trump befürchtet und sein Team, dass in demokratisch geführten Bundesstaaten es Versuche geben werden, zu manipulieren. Und jetzt ist ein Auftritt in Nevada. Der Gouverneur ist Demokrat. Grenell, der ehemalige Botschafter, hat eine Anmerkung über Harry Reid, ein ehemaliger demokratischer Senator von Nevada, ausgesprochen. Das sei eine Maschine von Harry Reid gewesen, hier ein Komplott. Also soll das eine Drohgebärde sein? Kann man das so, würden Sie das so bezeichnen, dieser Auftritt? Weil es wird ja noch gezählt. Also auf jeden Fall ist das eine Drohgebärde in dem Sinne von, dass sie jetzt Ärger sozusagen machen werden. Also hier wird es mit Sicherheit zu Anklagen kommen, ob die Erfolg haben oder nicht. Das können wir noch nicht sehen. Das Ergebnis ist sehr knapp. Und es kann sowieso sein, dass das automatisch eine Nachzählung auslösen müsste, damit auch dann eine Klage sich erübrigen würde. Das müssen wir sehen. Aber das ist halt, weshalb ich meinte, es ist skurril. Es wird behauptet, etwas sei falsch vorgefahren und der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Ja, also dass man jetzt schon damit nach vorne geht. Aber müssen wir uns darauf einstellen, dass auch diese Wahl von Richtern letztendlich entschieden wird? Zum Teil. Ich meine, in vielen Bundesstaaten läuft das reibungslos aus. Und in dem Fall, dort, wo es keine Umstrittenheit gibt, haben die Wähler ja entschieden. Aber in einzelnen Kreisen, in einzelnen Bundesstaaten, wird das mit Sicherheit, wird es Prozesse geben vor Gerichten. Und das muss nicht bis zum obersten Gerichtshof, zum Supreme Court. Das wird schon losgehen in Einzelstaaten und sogar auf Kreisebene. Was ist Ihre Prognose? Es wird ja noch gezählt. Wird sich heute schon was zurechtschütteln? Oder ist das jetzt alles Kaffeesatzleserei, was wir hier machen?
Nein, also es kann auch sein, dass wir heute Abend nichts mehr wissen. Ich gehe davon aus, bei Georgia vielleicht sogar und auch Nevada könnte es sein, dass wir ein vorläufiges Ergebnis, kein amtliches Ergebnis haben werden. Aber das bedeutet nicht, dass wir mehr Klarheit haben, denn das kündigt jetzt an, dieser streitbare Auftritt vom Team Trump, dass es Konflikte geben wird und die Unsicherheit kann sich um ein paar Wochen ziehen. Sonnicksen, herzlichen Dank für die Einordnung, für den Besuch heute auch wieder bei uns.